Seht hier alle Referenten, die heute mit mir dabei sind in dieser Runde. Und wir begrüßen einmal zusammen Bonnie Brandenburger, Thies Johansen und Gunhild Berg. Wer von euch jetzt noch in keinem Lightning Talk war, der kann sich mir anschließen. Ich bin nämlich auch ganz gespannt. Und zwar handelt es sich hier um ein sehr besonderes Format. Wir haben unsere drei Referenten, die erst einmal ununterbrochen 5 Minuten jeweils sprechen dürfen, aber unter der harten Bedingung 15 Folien und pro Folie 20 Sekunden. Ich werde ganz streng auf die Stoppuhr schauen und gucken, dass die Folien dann auch rechtzeitig springen. Je nachdem, wie weit die Referenten sind, müssen sie vielleicht einen eleganten Übergangssatz noch finden. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und um gar nicht so viel Zeit zu verlieren, wollen wir gleich in den ersten Vortrag starten. Notieren Sie sich fleißig Ihre Notizen, Ihre Fragen mit, damit wir danach in die Diskussion einsteigen können. Und jetzt gerne an Thies. Ich teile deine Präsentation und dann geht es los. Wunderbar. Super. So. Ich sehe gerade, wir haben auf jeden Fall die 100 teilnehmenden Grenze schon mal überschritten. Du sagst Bescheid. Ja. Ich bin zu hören, nehme ich an. Genau, wir müssten jetzt eigentlich wieder ein recht großes Bild für alle haben. Wir hoffen, alle können deine Folien sehen. Und dann starten wir. Es geht los. Wunderbar, herzlich willkommen. Mein Name ist Thies Johansen. Ich lehre und forsche an der TU Berlin im Bereich Wissenstransfer. In den kommenden 5 Minuten werde ich meine Erfahrungen aus dem vergangenen Semester in der Online-Lehre vorstellen. Dazu heiße ich Sie und euch herzlich willkommen. Dass die Welt sich im Wandel befindet, ist wahrlich kein neues Phänomen. Gleichwohl trifft der Begriff Transformation den Nagel in doppelter Hinsicht auf den Kopf, denn in ihm steckt nicht nur der graduelle und schleichende Wandel, sondern er umfasst auch die disruptive Neuerung. Eine solche disruptive Neuerung hat die Corona-Pandemie herbeigeführt. Was als gesundheitspolitische Notwendigkeit unmittelbar einsichtig ist, hat eine soziotechnische Transformation evoziert, die in ihrer Reichweite kaum zu unterschätzen ist. Worauf will ich hinaus? Nun, ich will sagen, dass wir seit Jahren von Digitalisierung, E-Learning und Online-Lehre reden. Bis auf wenige Bereiche, zumeist in der Weiterbildung, gibt es aber noch wenig vorzuweisen. Die Disruption also, die mit der Pandemie kurz vor Beginn des Semesters zu einem radikalen Umdenken zwang, hat gezeigt, dass es möglich ist, sich auf neue Wege zu begeben und auch solche Pfade sicher zu begehen, die nicht bereits seit Jahrzehnten bewährt sind. Sicher, um in der Metapher zu bleiben, das Gelände ist unwegsam. Den Weg gilt es ja gerade erst zu erschließen. Hier und dort zu stolpern ist darum noch lange kein Beinbruch. Erst recht, weil wir von und miteinander lernen können. Studierende und Lehrende. Dieses von und miteinander lernen ist notwendig. Bereits vor einem Vierteljahrhundert vollzog die Hochschuldidaktik ihre eigene kopernikanische Wende mit dem sogenannten Shift from Teaching to Learning. Nimmt man diesen Gedanken ernst, dann heißt das, dass Studierende gleichberechtigt in die Gestaltung von Lehr-Lern-Situationen einbezogen werden, denn immerhin verfügen sie als Lernende über Expertinnenwissen. Und so verstehe ich das unisono aufgerufene und ausgerufene Kreativsemester als eine Einladung, Neues auszuprobieren und als Aufruf zu einer offenen Fehlerkultur sowie als Aufruf, didaktisches Neuland und bewährte Praxis zusammenzubringen. Ausgegangen bin ich von meiner Überzeugung, dass die theoretische Auseinandersetzung mit einem Thema an praktische Bedingungen geknüpft ist. Konkret heißt es, Seminare sind für mich in erster Linie Schutzräume, in denen Studierende, aber auch Lehrende in der Auseinandersetzung mit dem Stoff und miteinander sich gegenseitig ausprobieren. Ein solcher diskursiver Schutzraum kann aber nur das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung, einer gemeinsamen Praxis sein. Darum habe ich bereits vor der ersten Sitzung eine Umfrage unter allen Interessierten durchgeführt und jetzt wird es konkreter, in der ich unter anderem abgefragt habe, ob die notwendigen Bedingungen erfüllt sind, das heißt, ob die Studierenden über einen Computer mit Kamera und Mikrofon verfügen, ob es zeitliche Einschränkungen oder anderweitige Verpflichtungen gibt. Gefragt habe ich zudem nach den konkreten Erwartungen, die Studierende an das Semester stellen. In der einführenden Sitzung bin ich dann auf diese Erwartungen eingegangen
und habe von Beginn an Studierende gezielt angesprochen und gebeten, ihre Kameras anzuschalten, weil wir gemeinsam und nur gemeinsam eben diesen Schutzraum schaffen können und wollen, der vom gegenseitigen Vertrauen lebt. Das ist nicht einfach und erfordert natürlich ein hohes Maß an Sensibilität für die unterschiedlichen Situationen der Studierenden, weil es immerhin um nichts weniger als einen Einblick in das Privateste geht, den eigenen Wohn- und Lebensraum. Um das notwendige Vertrauen aufzubauen, hat es geholfen, ab der ersten Sitzung mit Kleingruppen in sogenannten Breakout-Sessions, die wir ja auch hier von dieser Veranstaltung kennen, zu arbeiten. Diese Funktion ist kaum zu unterschätzen, weil sie es ermöglicht, dass sich Studierende ohne Kontrolle der Lehrenden austauschen. Und solche Phasen dienen dann gleichermaßen der Aktivierung der Studierenden, dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Abbau möglicher Hürden, sich zu beteiligen. Wenn die ersten Unsicherheiten auf diese Weise dann überwunden sind, ist es viel einfacher, im Folgenden Studierenden mit Namen direkt anzusprechen und beispielsweise um einen Beitrag zu bitten. Die direkte Ansprache kann dabei durch die Chatfunktion, auch das kennen wir von diesem Festival, ergänzt werden, die es Studierenden ermöglicht, sich weniger exponiert zu beteiligen und Fragen oder Beiträge ins Plenum zu tragen, die dann beispielsweise durch die Seminarleitung oder andere Studierende aufgegriffen und eingebracht werden können. Zusammenfassend möchte ich resümieren, dass ich insgesamt sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, meine eigene Rolle eher als die einer Moderation, denn als Leitung anzulegen, indem ich auf die gemeinsame Verantwortung für eine konstruktive Umsetzung des digitalen Semesters und Seminars in diesem Fall hingewiesen habe und indem ich deutlich gemacht habe, dass ich ebenso lernend am Seminar teilnehme wie die Studierenden selbst. Auf diese Weise ist es gelungen, die Verantwortung für das Seminar auf alle Schultern zu verteilen und dadurch ein persönliches Umfeld zu schaffen, das motiviert und das anstiftet, gemeinsam zu lernen. Damit bin ich möglicherweise etwas von meiner Zeit am Ende. Herzlichen Dank. Die Folien luden bei mir zwischendurch, sodass ich hoffe, einigermaßen in der Zeit durchgekommen zu sein. Für Fragen stehe ich im Anschluss zur Verfügung. Ansonsten meine Kontaktdaten gibt es hier. Ich bin da auch jederzeit erreichbar. Herzlichen Dank soweit von mir. Und damit moderiere ich jetzt wahrscheinlich selbst zu Forsch an zum nächsten über Lilith. Vielen Dank. Ja, du kannst gerne auch gleich deine Nachfrage mit erwähnen oder mit hinzuholen. Ich hoffe, es hat bei allen auch möglichst gut die Folien angezeigt. Das ist natürlich blöd, 20 Sekunden, wenn dann noch eine Anzeige super Timing, sogar ein bisschen zu schnell bemessen, aber gar kein Problem. Und genau, wir machen gleich weiter. Thies, möchtest du deine Nachfolgerin kurz noch ansagen? Ich freue mich jetzt, Bonnie zu hören, die berichten wird von praktischen Vorstellungen, aber kann das wahrscheinlich selber sehr viel besser darstellen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Super, genau. Dann auch noch mal ganz kurz ein herzliches Willkommen. Ich habe gesehen, wir haben über 62 neue Teilnehmende. Steigt einfach mit ein, hört zu. Wir sind mitten in den Lightning Talk, 2 Folgen noch. Und danach kommen wir zur Diskussion. Und damit, Bonnie, du darfst starten. Danke, Lili. Danke, Thies. Mein Name ist Bonnie. Herzlich willkommen. Ich möchte mit euch heute gerne den Blick auf ein noch junges Phänomen richten, wie wir die digitale Transformation gemeinsam gestalten können. Und zwar zu Beginn können wir sagen, Technik ist ja überall, also in unserem Alltag, in unseren Arbeitsprozessen. Sie erleichtern uns sozusagen unser Leben. Wir können Informationen ganz einfach aufnehmen, verarbeiten, weitergeben. Wir können unsere Schritte tracken. Wir können persönliche Erfahrungen teilen und alles ist sehr anwenderfreundlich und intuitiv gestaltet. Was aber auch irgendwie dazu führt, dass wir manchmal gar nicht mehr so den Blick hinter das Gehäuse wagen. Wir verstehen zum Teil nicht, mit was für Technologie wir da zu tun haben, aus was für Teilen sich das Endgerät auseinandersetzt. Und manchmal wird uns sogar auch der Blick verwehrt dahingehend. Also wir können manchmal gar nicht mehr den Akku aus unserem Mobiltelefon nehmen und verstehen auch gar nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt. Und deswegen die Frage, was heißt in dem Zusammenhang Digital Fluent, to be Digital Fluent, wie lässt sich dieser Begriff einordnen in dem ganzen Kontext? Der Begriff Digital Fluent umfasst grundsätzlich sozusagen die Fähigkeit, sich sicher und zielorientiert zwischen der analogen und der digitalen Welt zu bewegen.
Das bedeutet, dass wir sozusagen nicht nur Technologie und Hilfsmittel anwenden können, sondern auch ein umfangreicheres Verständnis entwickeln und darauf aufbauen, ein Vertrauen in die Techniknutzung, unsere eigene und in die Technikgestaltung. Um es noch ein bisschen konkreter zu gestalten, auf dem nächsten Slide sind sozusagen die drei Kompetenzbereiche abgebildet, aus denen sich das Konzept auseinander zusammensetzt. Leider lädt die Folie gerade, aber ich fahre einfach fort. Es besteht zum einen aus dem expliziten digitalen Wissen, dem impliziten digitalen Wissen und der digitalen Selbstwirksamkeit. Was heißt das? Explizit bedeutet, wir können das ganz direkt an andere weitergeben. Wir brauchen auch kein großes Vorwissen. Wir erlernen das einfach. Zum Beispiel eine konkrete Software, wie dieses Konferenztool Samba zum Beispiel. Implizites Wissen hingegen wieder bedeutet, dass wir siebten Sinn entwickeln, wann denn dieses Tool wirklich im Alltag einzusetzen ist und wann es mir bei meinen Zielen, die ich verfolge, wirklich hilft. Und die dritte Komponente, die digitale Selbstwirksamkeit, setzt sozusagen das explizite und implizite Wissen zusammen und lässt das in konkrete Handlungen überführen. Wie können wir diese Digital Fluency fördern? Dafür braucht es offene, technologienahe Experimentierräume, um überhaupt diese Erfahrungen, dieses Vertrauen in unsere Technikgestaltung zu entwickeln. Ein möglicher Ansatz für solche Art Experimentierräume sind Makerspaces oder im deutschen Kontext auch offene Werkstätten genannt. Das sind sozusagen Labore, die mit digitalen Desktop-Fabrikationstools ausgestattet sind, aber auch analogen Werkzeugen, mithilfe dessen wir Prototypen entwickeln können. Wir können hinter das Gehäuse schauen. Wir lernen spielerisch, wie sich die einzelnen Komponenten zusammensetzen. Und damit schaffen wir auch ein größeres Vertrauen in unsere Technikgestaltung und unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Schade, dass es jetzt hier lädt. Okay, grundsätzlich, was macht so ein Makerspace aus? Also es ist sehr lernerzentriert, es ist projekt- und problembasiert an realweltlichen Fragestellungen und es wird eine positive Fehlerkultur gelebt. Also das, was mein Vorredner eigentlich auch schon zum Teil erwähnt hat und was auch bei Frau Professor Dr. Doris Wessels im Vortrag vorhin zum Tragen kam, das wird da ganz pur in diesem Makerspace gelebt. Jetzt noch kurz ab. Zwei Anwendungsbeispiele. Wie sieht es denn jetzt konkret in der Praxis aus? Es gibt zwei Projekte. Einmal der TU Dortmund. Da wird versucht, mit dem Ansatz des Service Learning und Makerspaces zusammen neue intelligente Fortbewegungsmittel sozusagen zu schaffen für Personen mit Beeinträchtigung, die arbeiten mit den Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen zusammen. Und das andere Beispiel, was man jetzt sieht, ist, dass die REBIO von der Universität Potsdam, sie versuchen eigentlich Fragestellungen für ländliche Regionen, die sozusagen starken Strukturwandel unterlegen sind, zu entwickeln, mithilfe der Szenariomodellierung und entwickeln da zum Beispiel Insektenzuchtanlagen als Proteinmittel für Futterquellen. Oder nutzen Hanffasern als Dämmmaterial fürs Bauwesen. Also sie entwickeln da prototypisch kleine Dinge und dabei lernen sie gleichzeitig mit den digitalen Tools zu arbeiten und ein gewisses Vertrauen zu entwickeln. Und jetzt noch kurz ab, was können Makerspaces auch gerade in der aktuellen Covid-19-Krise irgendwie beitragen? Also wir haben digitale Fabrikationstools, wir können ganz schnell auf Bedarfe reagieren. Die Krankenhäuser, ihr erinnert euch, hatten einen Mangel an Gesichtsschutzmasken und das Netzwerk der offenen Werkstätten konnte dahingehend ganz schnell reagieren und diese produzieren und an die entsprechenden Institutionen weiterreichen. Auch da ist durch diese Agilität total viel, viel Raum geschaffen. Kurzum, es ist wichtig, dass wir nicht nur Technologie anwenden, sondern auch irgendwie ein Verständnis für die Technikgestaltung schaffen, denn das ist sozusagen die notwendige Voraussetzung, dass wir gemeinsam die digitale Transformation gestalten. Vielen Dank. Ich freue mich später auf die Fragen und gebe gerne weiter an Lilith. Super, vielen Dank dir. Ja, das, wie gesagt, mit dem Laden tut mir sehr leid. Bei mir wechselt es zum Glück alle 20 Sekunden. Ich hoffe, auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen können trotzdem den Talks gut folgen. Einfach sonst ein bisschen mehr auf die Stimme konzentrieren. Ich glaube, das ist auch schon sehr interessant. Und wir hoffen dann, dass die visuelle Unterstützung bei den meisten doch relativ reibungslos funktioniert. Ja,
Ich denke, viele von den Zuhörerinnen haben sich jetzt auch gefragt, ob sie denn selbst digital fluent sind. Spannende Frage, müsste ich mir, glaube ich, auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und ich glaube, bei uns steht jetzt auch alle auf der To-Do-Liste nochmal so einen Makerspace zu besuchen. Habe ich tatsächlich auch schon gemacht, aber man kann nie genug davon bekommen. Dementsprechend gebe ich jetzt ab an unsere dritte Rednerin in der Runde, und zwar an Gunhild Berg. Ich teile noch einmal schnell deine Präsentation. So lange sage ich schon mal zwei Worte, damit ich weiß, ob ich zu hören bin, aber du nickst, das sieht gut aus. Und wenn ich meine erste Folie sehe oder von dir einen Countdown bekomme, dann fange ich an, aber noch lädt die. Vielleicht wenigstens die erste Folie sollte vielleicht zu sehen sein, sonst verwirrt das. Genau, ich sehe sie schon gut. Dementsprechend gibst du mir einfach kurz Bescheid, wenn sie bei dir nicht mehr verschwommen zu sehen ist. Ich sehe noch die alte von Bonnie, die letzte. Und ein sich ladendes Zeichen. Insofern weiß ich jetzt nicht, was alle anderen sehen. Ja. Ob das jetzt an meiner Anzeige liegt oder tatsächlich alle betrifft? Ich sehe schon die aktuelle, falls es hilft. Also okay. Gut, dann fange ich einfach blind an, okay? Genau, wenn es von der Seite aus. Wir versuchen das einfach und ich hoffe, dass ungefähr das zu sehen sein wird, was ich gerade sage. Okay, dann ja, also. Und wenn nicht, danach kommt ja direkt die Fragerunde, dann können wir vielleicht das eine oder andere nochmal aufklären. Genau, dann gebe ich dir einen kleinen Countdown und es geht los. 3, 2, 1, go! Top, vielen Dank. Guten Tag in die Runde und an alle. Nach dem Sommersemester haben wir Lehrenden erfahren, was den Studierenden bei unserer digitalen Lehre am meisten fehlte. Sie vermissten nicht etwa uns Hochschullehrende, sondern vielmehr den Kontakt zu anderen Studierenden. Die Teilnehmer einer Lehrveranstaltung schließen sich eben häufig zu sozialen Netzwerken zusammen, um gemeinsam zu lernen. Wie essentiell diese Vernetzungen sind, zeigt auch der Stellenwert, den sie im 4K-Modell der 21st Century Skills haben. Daran stehen neben dem K wie kritischem Denken und K wie Kreativität gleich 2K für Vernetzung, nämlich K wie Kollaboration und K wie Kommunikation. Um diese 2K zu fördern, eignen sich zum einen persönliche Lernnetzwerke oder eben auch Mitmachnetze. Solche individuellen Netzwerke finden sich in den Social Media zusammen, vor allem bei Twitter. Unter Hashtags wie Corona Campus, Twitter Lehrerzimmer, digitale Lehre tauscht sich eine wachsende Community von Lehrkräften aus Schulen und Hochschulen aus. Doch dies sind immer freiwillige Lernnetzwerke. Im Unterschied zu diesen freiwilligen Verbindungen mangelt es noch an hochschuldidaktischen Regulierungen. Lehrer mit Social Media. Bislang eher selten sind Beispiele wie das Lehrexperiment L2D2 oder eben auch relevante Literaturwissenschaft, die zudem noch als Präsenzlehre vor einem bzw. 2 Jahren stattfanden. Im Unterschied zu diesen noch erweiterbaren, berühmten Beispielen eben von Social Media Veranstaltungen will ich ein Seminar vorstellen, das sich im Sommersemester als Online-Lehre vollständig digital konzipiert und durchgeführt und evaluiert habe. Das Seminar richtete sich an Lehramtsstudierende des Fachs Deutsch, die miteinander vernetzt über Social Media arbeiteten, indem sie mit und in Social Media arbeiteten. Das Seminar mit, in und über soziale Netzwerke setzte Social Media auf allen Ebenen systematisch ein. Erstens für die Vernetzung und Zusammenarbeit der lernenden Gemeinschaft, zweitens als Gegenstand des Lehrlernens, der Vermittlung und der Reflexion sowie drittens als Lehrmethode. Und natürlich brauchte auch dieses soziale Netzwerkseminar ein soziales Netzwerk, eine gemeinsame Plattform. Und das war in unserem Fall die IDEAS-Kursplattform, die die Universität Halle benutzt. Auf der Kursoberfläche wurden dann sowohl Materialien als auch Präsentationen und Aufgaben eingestellt, die Ergebnisse aus den einzelnen Sitzungen gesichert und im IDEAS-Forum miteinander kommuniziert. Im Ilias-Kurs waren die Zugänge zu den verschiedenen anderen kommerziellen Social Media gespeichert, die die Studierenden für ihre Arbeiten im Seminar nutzten. Die Studierenden entschieden selbst, mit welchen der überwiegend natürlich eben kommerziellen Social Media Anbieter sie arbeiten wollten, ob eben mit Twitter und Instagram oder TikTok oder Facebook oder Snapchat und was es noch alles gibt.
Der thematische Fokus des Seminars lag auf digitaler Literatur und Internetliteratur, die im Social Web entsteht, von Profis wie von Laien geschrieben. Die theoretischen Grundlagen zur digitalen Literatur erarbeiteten die Studierenden in einem gemeinsamen ILIAS-Lernmodul anhand der wichtigsten Fachliteratur zum Thema, die natürlich wiederum selbst digitalisiert auf der Plattform eingestellt war. Fachdidaktisch übten die Teilnehmenden auf der kollaborativen Schreibplattform SciFlow die in der Schule beliebte Form des Lesetagebuchs. Das Lesetagebuch meint Lektüre begleitende Notizen, die hier aber nicht als individuelle Lesetagebücher, sondern als gemeinsamer Leseblock angefertigt wurden. Außerdem erstellten die Studierenden selbst digitale Literatur. Dafür meldeten sie eigene Social-Media-Accounts für die Seminararbeit an, die sie dann gemeinsam nutzten, um Instagram-Stories und Twitter-Stories zu gestalten. Natürlich rund um das Seminarthema Literatur, Lesen und Leben in sozialen Netzwerken. Sie erstellten weitere Social-Media-Profile, allerdings nicht bei Facebook, sondern in der Education-Variante Fakebook. Sie probierten auch das Schreiben auf kommerziellen Fanfiction-Plattformen aus und sie entwarfen, das ist dann jetzt hier zu sehen, hoffe ich, Memes, die ihr zusammen Lernen im Seminar und im Sommersemester karikiert. Vielleicht können Sie ja das ein oder andere hier erkennen. Teil des Seminars war, dass die Studierenden diskutierten, reflektierten und selbst bestimmten, mit welchen Social Media sie arbeiten wollten. In ihre Entscheidungen bezogen sie ihre eigenen Erfahrungen mit Medien ein, die ich zu Beginn des Semesters abgefragt habe, ebenso natürlich wie datenschutzrechtliche Fragen und auch ihre Bedenken. Studierende interagieren als ein soziales Lernnetzwerk und nutzen dafür ohnehin häufig WhatsApp, Instagram oder Facebook. Das Lernen mit Social Media ist also längst da, aber die Lehre mit Social Media ist noch sehr selten. Die könnten wir hochschuldidaktisch viel stärker nutzen. Das ist das Plädoyer meines Beitrags. Im Sinne lebenslangen Lernens geht es auch um die Kompetenz, eine selbstbestimmte kritische Wahl der Mittel, Wege und Lernnetzwerke treffen zu können. Eine Kompetenz, die sich Lernende spätestens im Studium aneignen sollten, um kritisch wie effizient digitales Lehrlernen zu nutzen, im Studium und eben auch danach. Vielen Dank und ich bin gespannt auf die Frage. Ja, herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ich glaube, ist sehr, sehr interessantes Lernformat. Ja, jetzt würden wir noch einmal für leider nur noch 5 Minuten, die uns bleiben, in die Fragerunde gehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Fragen hier an das Q&A zum Beispiel stellen würden, gerne an alle 3 Referenten. Und dann können wir die gerne noch beantworten und diskutieren. So, ich sehe hier schon eine Frage. Vielen Dank dafür. Ich lese sie einmal vor. Wie sieht es mit den Einsatzmöglichkeiten von offenen Werkstätten in den Geisteswissenschaften aus? Kennen Sie dafür Beispiele? Genau, wer von euch hat da schon Erfahrungen oder Best Practices vielleicht gesammelt? Bonnie, ich glaube, wir können dich gerade nicht hören. Magst du nochmal gucken, ob dein Ton an ist? Super. Jetzt. Genau, dann gerne nochmal. Spannende Frage, vielen Dank. Ist für mich auch ein Herzensthema, weil aktuelle Studien zeigen, dass vor allem in den MINT-Studiengängen Werkstätten eingesetzt werden und in den Sozialwissenschaften irgendwie die Beziehung noch nicht geschaffen wurde. Aber es gibt zum Beispiel an der TU Berlin eine Dozentin, die in den Bildungswissenschaften und bei den Lehrämtlern das sozusagen mit integriert und die entwickeln dann sozusagen soziale Innovationen mithilfe dieser technischen Hilfsmittel, die zur Verfügung gestellt werden. Also ja, es gibt einzelne Beispiele, aber es ist auf jeden Fall noch ein nicht breit erkanntes Forschungsgebiet. Da können wir dann hoffen, dass es sich noch verbreitet innerhalb Deutschlands und in den Lehrinstituten. Die nächste Frage bezieht sich auf Social Media. Mit welchen Kanälen haben die Studis am effizientesten arbeiten können? Ja, danke für die Frage. Ich müsste zurückfragen, was effizient meint, aber weil ja sozusagen das ein Teil des Seminars war, so mit Social Media auch so auszuprobieren, dass man es überhaupt eben zum Lernen auch benutzt.
Am effizientesten, weil am wenigsten aufwendig, dass sie es überhaupt erst kennenlernten und sich eingewöhnen mussten, fanden die Studierenden die Social Media, die sie ohnehin schon auch in ihrem privaten Alltag verwenden. Und das war in dem Fall dann vor allem Instagram, das eben sozusagen einfach das am meisten verwendete war und deswegen sich natürlich als für sie besonders effizient erwiesen hat. Aber auch nur für bei denjenigen, die es auch vorher schon benutzt haben. Aber Sinn und Zweck war es eben auch, das Lernpotenzial der anderen Social Media Anbieter, zum Beispiel Twitter oder eben auch Facebook, kennenzulernen oder sich zumindest dazu beschäftigen, auch quasi, was jetzt gerade auf TikTok alles passiert, wenigstens wahrzunehmen, auch wenn die da nicht aktiv mitgearbeitet haben, weil sie sich aus datenschutzrechtlichen Gründen da raushalten wollten. Also diese Diskussion und welches Potenzial und welche Risiken mit den verschiedenen Netzwerken in Verbindung stehen, das war eben nur der Gegenstand. Aber effizient immer das, was man bereits kennt, möglicherweise. In dem Fall war das Instagram. Also dann auch zum Teil die Bequemlichkeit an das, was man sich schon gewöhnt hat. Ja, als nächste Frage finden wir hier im Q&A. An zahlreichen Hochschulen und Universitäten gibt es Lernwerkstätte, Pädagogikstudium. Ah, okay, genau, das bezieht sich also noch auf die erste Frage. Das heißt, hier wird nochmal gesagt, Werkstätten gibt es auf jeden Fall auch gerade im Pädagogikstudium doch einige. Das ist doch auch eine positive Entwicklung, kann aber sicher noch mehr werden. Da sind wir uns, denke ich, einig. Dann finde ich hier auch wieder im Chat, wir mischen einfach Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften in unseren studentischen Werkstätten. Das ist ja auch digital einfach möglich, hochschulübergreifend zu denken. Genau, das ist doch ein toller Ansatz. Hier jetzt noch direkt eine Nachfrage an euch. Habt ihr da auch schon Erfahrungen mitgemacht, mit dieser Interdisziplinarität? Gerne an die Runde. Ich kann da gerne was zu sagen. Oder Thies, magst du? Ich kann auch gerne was dazu sagen. Also unsere Zielgruppe waren auch natürlich interdisziplinär, oder was heißt natürlich, also war eine interdisziplinäre Zielgruppe. Das ist okay, man kann das gut einfangen, wenn wir im Rahmen von einem Seminar die Wissensstände transparent machen, weil man dann eben aufeinander beziehen kann. Dann können Stärkere in manchen Bereichen die nächsten Vorgebildeten mitnehmen, in anderen Bereichen ist es dann vielleicht umgekehrt. Da kommen aber, glaube ich, im Wesentlichen Aspekte zum Tragen, die digitale Lehre insgesamt sind. Jetzt jüngst die Studien vom Stifterverband oder von der Uni Hildesheim, dass gerade große Veranstaltungen sehr gut angenommen werden. Bei kleinen dieser Aspekt ist, dass diese Seminaratmosphäre nicht so zum Tragen kommt. Und das war, was ich versucht habe, auch in meinem Vortrag stark zu machen, dieser Schutzraum. Also, dass es die Möglichkeit gibt, sich zu öffnen, weil es eben das digitale. Wir haben alle, wir hatten vorhin Datenschutz ist gefallen und solche Aspekte, eine gewisse Hemmung, sagen wir mal, uns digital so zu geben, wie wir das in einem Seminarraum täten, weil es möglich ist, Dinge mitzuschneiden. Wir haben das gehört, also zumindest wurde das in meinem Kontext diskutiert, dass gerade Leute, die Vorlesungen halten, sich geweigert haben, das aufzuzeichnen und zur Verfügung zu stellen, weil kleine Fehler in der Vorlesung dann dokumentiert sind und gegen sie vorgehalten werden könnten. Und all diese Aspekte, glaube ich, muss man dabei bedenken. Also da sind viele Sachen angesprochen. Ich hoffe, das ist trotzdem eine konstruktive Antwort zu dieser Thematik. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Also man sieht, es ist komplex. Wir haben jetzt noch einige Wortbeiträge im Chat. Einmal möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Tipp gegeben wurde, dass es an der Hochschule Esslingen auch für Kindheitspädagoginnen und für Studierende der sozialen Arbeit eine Bildungswerkstatt gibt. Das heißt, alle, die da Interesse haben, gerne nochmal in die F und Q schauen und hier nochmal auf den Link klicken. Das ist sicher spannend. Weil wir jetzt schon fast am Ende angelangt sind, möchte ich noch eine allerletzte Frage in die Runde geben. Das Programm geht ja auch spannend weiter danach und wir wollen das nicht zu sehr hinauszögern. Aber als letzte Frage, was können wir tun, um Studis mit nicht akademischem Hintergrund besser in die Online-Lehre einzubeziehen? Habt ihr da schon Erfahrungswerte, Tipps, Hinweise? Nun ja, wenn ich jetzt einfach vorschlagen darf eben gerade, ich könnte mir eben vorstellen, dass Social Media, also quasi eben Netzwerke, mit denen Studierende ohnehin eben privat auch kommunizieren, wenn man die stärker sozusagen als zusätzliches Vernetzungsinstrument einer Lernendengemeinschaft in den Hochschullehrveranstaltungen einbringt und sie vielleicht sozusagen eben auch motiviert oder mit einer Aufgabe betraut, die in Absprache, dass datenschutzrechtlich sozusagen sich dann niemand überfahren fühlt, aber sozusagen versucht quasi das zu implementieren, wäre das vielleicht eben einfach eine Möglichkeit, Alltagskommunikation
Kommunikationsverhalten mit einzubringen in die Hochschullehre und damit eben auch genau sozusagen solche, die vielleicht eben sonst rausfallen könnten, stärker mit zu integrieren. Das greife ich auch nochmal die eine Frage auf, die ich da gesehen habe. Ich habe das quasi auch immer zusammenlaufen lassen, dann in ILIAS, eben auch aus datenschutzrechtlichen Dingen heraus, sozusagen die Mega-Kommunikationsplattform war eben ILIAS als geschützter Raum. Und da kann man natürlich dann auch immer nochmal fragen, wie ist unser Account-Zugang zu Instagram und wie waren unsere Account-Daten für diese und jene Plattform. Und das kann man dann sozusagen natürlich in so einer Mega-Plattform letztendlich dann auch sicher ablegen, hinterlegen. Aber ich könnte mir eben vorstellen, Social Media wären eine Möglichkeit, mehr einzubinden und vielleicht auch besser zu integrieren. Ja, vielen Dank dafür. Das ist sicher auch ein spannender Ansatz, den man in vielen verschiedenen Formaten nochmal ausprobieren kann. Ganz herzlichen Dank an euch drei. Super spannende Talks, super gut gemanagt. Ich war selbst mit dem Klicken immer schon sehr fleißig dabei, dass ihr das dann auch noch geschafft habt, gut euer Timing da abzustimmen und die Übersicht zu behalten. Hut ab. Es gibt jetzt noch einige weitere Fragen im Chat. Ich denke oder hoffe, dass diese auch noch Platz finden in weiteren Formaten heute im Rahmen von anderen Veranstaltungen oder auch gerne im direkten Kontakt zu euch. Von daher nochmal vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören und weiterhin tolle Tage hier beim University Future Festival. Vielen Dank auch für die Moderation. Ja, vielen Dank fürs Management und für das Interesse allseits. Das natürlich auch. Ja, danke. Schönen Tag. Bis bald.